Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, heute möchte ich euch mal mein blau-schwarzes Saproling-Deck vorstellen. Wie der Name schon sagt, ist die Basis hier Saprolinge zu beschwören. Und auch wie ihr an den Mana-Kosten seht, ja, es fängt billig an, danach wird es langsam teuer. Und ja, eigentlich schwer einzuschätzen, ob das Deck jetzt ein Rush-Deck ist oder Mid-Range oder Late-Range. Kann je nachdem, wie die Karten kommen, recht schnell gehen. Und zwar, wenn man hier diese Saproling-Wanderung am Anfang hat, für 2 Mana kriegt man 2 Spielsteine. 1:1 erstmal nur. Mit freies Lied kann man dann die ersten 2 Züge die nutzen, um Mana zu generieren, während sie im dritten Zug alle Kreaturen eine +1/+1 Marke, Wachsamkeit, Unzerstörbarkeit, Trammelschaden verursachen. Das heißt, wenn es gut läuft, hat man im zweiten Zug 2 Mana +2 Saprolinge, im dritten Zug 3 Mana, spielt freies Lied, hat dann nochmal 3 Mana, kann den Sprungkronentalit spielen oder nochmal eine Wanderung, hat dann im nächsten Zug dann eigentlich, lass mich rechnen, 4, 5, 6, ja, also bis zu 8 Mana. Das wäre das Idealste, weil dann kann man alles spielen erstmal. Und ja, eigentlich reicht das dann auch. Der Rest ist nämlich darauf aus, möglichst viele Saproninge zu bekommen und die stark zu machen. Dazu haben wir zum Beispiel Schleimfuß für 3 Mana. 2:3, für 4 Mana kann er Saprolinge erstellen. Und wenn ein Saproling stirbt, dann kriegt ein Gegner einen Schaden und man bekommt selbst ein Leben. Dann haben wir noch die Knospentriade, der beste Saproling-Macher, den es eigentlich gibt. Zu jedem Versorgungsmoment, sowohl von einem selbst auch vom Gegner, kriegt man Saproling-Spielstein. Und wenn man Aufstieg hat, also 10 bleibende Karten, dann kriegen alle Saprolinge +2/+2 dauerhaft. Lilian Raid ist auch 2 drin, einfach weil sie wunderbar mal ein paar nervige Flieger wegmachen kann, gegen die das Deck relativ anfällig ist. Verzauberung, Artefakte kriegt sie auch gut weg und wenn man das alles nicht nutzen will, kann man zumindest Kreaturen raussuchen und die entstärken. Grüne Kraft, 7:7 für 8 Mana, teuer, aber bringt auch jeden Versorgungsmoment einen kleinen Saproling-Spielstein, der ja durch die Triade stark wird. Gut, wodurch werden die noch stark? Pfade der Entdeckung, weil jede Kreatur, wenn sie ins Spiel kommt, dann erkundet, und das machen die auch, das heißt, man kommt recht schnell an Länder ran, weil viele Kreaturen die erkunden. Und wenn man dann auch viele Kreaturen hat, bringt auch Itlimokos Wachstumsriesen sehr viel, weil für jede Kreatur, die man kontrolliert, kriegt man dann Waldmana, da kommt man sehr schnell vorwärts. Wilderaufmarsch ist auch dazu da, der macht allen Kreaturen +1/+1 Marke, die man hat. Für 8 Mana macht er sogar 2+1/+1 Magen. Ist dann auch mal zum Überraschen gedacht oder um schnell den Gegner niederzuringen. Sowohl defensiv als auch offensiv ist der Giftpfeilbogenschütze. Durch Reichweite und Todesberührung wird man zur Not mal ein paar starke gegnerische Kreaturen los oder ein paar Flieger. Und wenn eine andere Kreatur stirbt, dann verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Das heißt, wir haben eigentlich 2 Siegmöglichkeiten hier in dem Sinne. Variante 1, wir machen uns viele Saprolinge, machen die stark und überrennen damit den Gegner. Und Variante 2, wir gehen die defensive Verteidigung mit unseren Saprolingen. Und ja, der ist dabei und führt halt dazu, zusammen mit Schleimfuß, dass der Gegner dadurch, dass wir mit den Saprolingen blocken, nach und nach stirbt. Und auch interessant ist Wiedergeburt der Ältesten. Die ist ja nur, wie man sieht, ein Ankermann, meines Erachtens hat die Rare verdient, weil man spielt eine Karte und effektiv muss der Gegner 3 Karten dafür verlieren. Denn er muss im ersten Zug einen Kreatur oder Planeswalker opfern, dann im zweiten eine Karte abwerfen und im dritten können wir uns selbst einen Planeswalker oder eine Kreatur aus dem Friedhof wieder ins Spiel holen. Das heißt, für eine Karte machen wir effizient 3 Karten wett. Gut, 5 Mana ist natürlich teuer, aber wenn der Gegner nur noch ein paar Kreaturen hat oder nur Planeswalker, ist das auch ziemlich geil. Und vor allem, wir kommen zur Not auch an seine starken an, die wir eventuell brauchen. Okay, so viel zur Theorie, wie das funktionieren soll. Jetzt gehen wir mal dahin und schauen, wie das auch tatsächlich funktioniert. So, schauen wir mal, was die Karte spielt. 3 Mana auf der Hand, das ist schon mal ziemlich gut. Saproling-Wanderung, das heißt, im zweiten Zug kriegen wir die 2 raus. Realises Lied, kommen wir auch sehr schnell an Mana ran, das sieht doch gut aus. Das heißt, wir können hier es mit Rush bis mit Range mal versuchen, je nachdem, was er so spielt. Sagen wir mal kurz Hallo, wir sind ja freundlich. Und fangen wir an mit Saproling spielen.
Grün oder schwarz. So, jetzt überlege ich, wenn ich für 2 Mana spiele, habe ich dann trotzdem 3 Mana. Das heißt, ich kann mit denen auch wirklich erstmal angreifen. So, im nächsten Zug können wir auch unsere Wiedergeburt des Ältesten spielen, wenn er was raushaut, und damit sind wir relativ sicher. Jetzt frage ich mich gerade, ob der mir weh tut oder mir weh. Nicht so sehr. Deswegen hau ich den Messing-Material raus. Keine Angriffe, lohnt sich nicht. So, dritter Zug können wir dann sowieso mit angreifen, weil da kommt ja ein Zerstörerbonus. Was ist das schön? Dass wenn ein Kreationszauber 4, 5 oder 6 wirft, ein Ziel zur Chance von Nutzung, wenn du einen Kreationszauber stärkst, den wir jetzt alle entgegen. Okay. So, den spielen wir vorher direkt aus. Ja, jetzt wird es nämlich für ihn schon eng. Jetzt zwingen wir ihn dazu zu blocken. Das heißt, wir ziehen noch nicht ganz dazu, aber es kommt schon ziemlich nah. Wird also eine Waschrunde höchstwahrscheinlich. Er wird unsere Triade, wenn er klug ist, dann mit dem Ding kaputt kriegen. Mal schauen, was wir dann hinterher schmeißen. Die nächste. So, wie gesagt, der ist vorgestorben, der triggert. Nur wenn ein Kreatur mit 7 oder mehr wirkt, könnte er uns jetzt echt ärgern. Für 5 Mana bin ich mir nicht sicher, ob er da was hat. Denn doch müssen wir damit leben. Ja. Auf die Knospentriade, die spielen wir dann wieder aus. Und dann hat er. Ja, das war weniger genial. So, mal sehen danach. Wir hatten jetzt ja gerade die erste Partie in Castle Rush war. Die hier wird offenbar nicht, obwohl mit denen. Wird wahrscheinlich eher mit Range, je nachdem, was wir noch so dazu ziehen. Mal schauen. So, sagen wir dann nicht Hallo. Ah, ich bin doch stark und der Vorfüßer. Das heißt, diese Wiedergeburt des Ältesten werden wir so gut es geht brauchen. Er wird natürlich seine 2 Mana finden, auch finden, würde ich auch machen. Wahrscheinlich jeder intelligente Mensch. So, mit was fangen wir denn an? Machen wir mal das, dann kommen wir im nächsten Zug ganz schnell. Fangen wir im 3-mal Frialis das Lied. Ah, die Dinosaurier. Die 3 in Grün sind allerdings nicht so toll. Machen wir erstmal das Lied. Das Mana. Keine Blocks, das wird nicht durchgehen. Auch hier, das mit Mana. Den versuchen mit Masse zu überrennen, vor allem da wir im nächsten Zug ja wieder Wachsamkeit und Zerstörerkeit und so weiter. Anscheinend ziehen wir nichts von seinen tollen Sachen, die er braucht. Ja, der ist schon mal besser. Und ich kann auch was ausrichten. Nö, danke, kann ich nicht versammeln. So, wir könnten jetzt das spielen, um uns Mana zu sichern. Aber das finde ich jetzt schöner. Ja. Dann wird es nämlich schon ziemlich eng wieder. Ja, block doch wie du willst, Kumpel. So, die vorigen Runden liefen ja recht schneller. Schauen wir mal, wie es zieht. Okay, ist auf jeden Fall keine Rush-Hand. Versuchen wir es auch trotzdem mal. Theoretisch kann das Deck auf jede Länge des Spiels gespielt werden.
hängt natürlich immer davon ab, was so alles passiert. Klar, könnten wir spielen. Warum sollten wir es tun? Ach, die Verzauberung war total toll. Ja. Die kann mit sich selbst kombiniert werden, in Anführungszeichen. Total geil. Sieht auch schön aus, muss ich dazu sagen. Finde ich auch geil. Totales Leben spielt quasi gegen totalen Tod. Ja, Soldat. Das hätte ich auch bestimmt. Ja, greif mal an. Ich bin jetzt trotzdem aus. Außer was wir brauchen. Geil. Das läuft. Gott sei Dank haben wir das Ding drin. Wir werden nicht gleich mehr den Lebensbau jetzt in seiner Kombi echt nicht mehr. Und kriegen den Lebensportion. Die bräuchten wir uns eigentlich auch, um seine Sache zu zerstören. Ich überlege aber, ob wir unsere Triade zuerst spielen, um selbst zu bauen. Jetzt wird schwer, wie gesagt. Would you like to see what's left of Scott? Not dead yet. Eigentlich auch eine tolle Partie. Wir haben uns gegenseitig alles kaputt gemacht nach und nach. Und er wusste natürlich, oh Gott, der wird sich gleich meinen Starken holen. Hat er natürlich verhindert. Ja. Balance comes. Zack. So, wir haben 7 Mana. 7 Mana. Locker am Spiel, das sieht so aus. Jetzt kommt er erstmal nicht durch. Zumindest, nee, er kommt nicht durch. Klar, er könnte jetzt irgendwas mit der Hand haben, aber als Hunter wäre er nur geschossen. Honor and courage. Light shall ja, nice. Always conquer darkness. Die will auf jeden Fall los sein, das kann ich gut verstehen. Ich überlege gerade, ob ich ihn seinen Willen lasse. Ich kann nicht zur Not verzichten. I've seen things that would break someone like you. So, okay. Mal schauen, wird eine spannende Partie, bin mir sicher.
quasi meine Masse gegen seine Klasse. Ist auch mal ganz spannend. Ja, du kannst intensiv Kap nachziehen, wenn du Bock hast. Du bist hier unerwünscht. Now do you see the benefits of peace? Ah, wir werden ihn überrennen. No one knows the wilds like I do. Ach, was nehmen wir denn? So, ich brauche 4 Angreifer. Wenn jetzt alles richtig läuft, ist egal wie es macht, in seiner Johnny's weg. A familiar taste, but one that grows no sweeter. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt mit Masse holen. Aber damit klappt nicht. Der spielt voll auf die Verzauberung. Okay, das war verschwendet. Das hätte sie cleverer spielen können. Und da hat er auch aufgegeben. Mal schauen. Wir spielen gegen Belial und der sieht mir irgendwie ähnlich. Das ist keine gute Starttat. Nur 2 Mana und der Rest teuer. Ach, ist besser. Ja, behalten wir, dann können wir wenigstens ihn dann spielen. Das haben wir ganz brav. Hallo! Hier sollten wir nicht ausspielen, hat er ja theoretisch gesehen. Machen wir auch gleich. Okay. Gut, er braucht massiv Mana. Mal schauen, was das wird. Gut, wer eine Kreatur spielt, darf eine Karte nachziehen. Wir können uns schützen, aber da hört es auch schon auf. So wie das ganze Deck von ihnen jetzt schon mal erscheint, werden es sehr teure Kreaturen werden. Das, wir machen ein bisschen Druck. Er wird nicht so blöd sein und blocken. Oder er wird sterben. So, nehmen wir den Kokon. Meine Güte, wie viele Länder brauchst du denn? Ich beginne mir eine Sorge zu machen. Ja, der ist Segen. Wie ich letztes Mal schon sagte, gehört eigentlich so gut jedes grünes Deck dann raus aus dem Waschen. So, wir haben 6 Mana. Ich spiele mir danach, um ihn ein bisschen zu erschrecken. Dann stehe er nämlich dann direkt vor einer Armee. Aber wahrscheinlich hat er irgendeinen Flächenzauber, um alles zu töten, hochzubringen. Oder irgendwas nicht. Vom Mana her soll es erreichen, was immer er hat. Er hat ja zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana hat er mit dem Schwanz zu tun. Kein weißes Mana als den Zauber. Das ist
falsche Reihenfolge gespielt, oder? Nee, es geht. Der Zauber, der... Nur nicht. Dass alle getötet werden, die angreifen, kann er eigentlich nicht haben. Ja, genau, das geht. Okay, das verzögert die ganze Sache ein bisschen. Und da hat er aufgegeben. Okay, ich würde sagen, für diesmal war es das auch. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und dann werde ich euch natürlich wieder ein anderes Deck vorstellen und ja, die Deckliste findet ihr wieder immer in der Videobeschreibung. Bis dahin sage ich Tschüss!